Hallo und willkommen zurück zu Let's Play New Super Luigi U. Und wir sind jetzt kurz vor der letzten Welt, aber vorher werdet ihr hier im Hintergrund schon sehen, was wir noch in den letzten Welten so verpasst haben. Hatte ich ja im letzten Part angekündigt, dass ich jetzt nochmal die Welten, das ist glaube ich Limonadenjungle, Candesmin und ja, die Zuckerwattenwolkenzone, das sind die einzigen drei Welten, die wir noch nicht zu 100% abgeschlossen hatten, die wir schon gemacht haben. Kommt natürlich noch die achte Welt und wahrscheinlich noch der Superstar Boulevard. Ja, ihr seht jetzt im Hintergrund ja wahrscheinlich gerade, wie ich die Secret Exits und Star Coins und so weiter noch hole. Und wir sehen uns dann gleich wieder, also wir hören uns dann gleich wieder, sehen tut ihr ja noch, was ich da mache, wenn ich dann wieder ins Live-Gameplay übergehe, also in die Live-Kommentation. Dazu werden wir aber erst das eine Level, was wir den Candesminen freischalten, machen und dann erst in die finale Welt gehen. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Let's go!
Ha ha ha!
Ho! Yahoo! Und da bin ich wieder. Wir werden jetzt, wie ich eben sagte, erst einmal das Level, was wir freigeschaltet hatten, da eben gerade durch einen Secret Exit in den Candice Minen machen. Dazu muss ich jetzt hier nochmal runter und weiter runter und weiter runter. Nee, da will ich nicht lang. Da will ich lang. Toll, und da lang und da lang und runter und... Nein, nicht wieder hoch. Nach links, denn hier haben wir noch die Knochenbahn bei Tag. Ich glaube, es hieß bei New Super Mario Bros. Wie hieß das denn nicht? Knochenbahn bei Nacht? Bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist das jetzt Knochenbahn bei Tag. Das ist super, da drin jetzt Gewicht. Das ist super geil. Jetzt bin überfordert. Ich bin sowas von überfordert. Ja, der erste Eindruck spiegelt schon hardcore wieder. Da kann er gar nicht mal so Unrecht haben. Okay. Da wollte ich mal kurz sterben gehen. Na, hier werden wir einige... Ich krieg noch nicht einmal den Pilz. Ja, das war bei mir auch gerade so. Wie es aussieht, werden die Nachrichten, je nachdem, an welcher Stelle man stirbt. Ja. Angepasst. Oh, wieso war denn an der Pflanze vorbei? Hilfe! Starcoin. Verdammt, ich will Starcoin kriegen. Willst du mich verarschen? What the fuck? Ich habe mich jetzt nur auf die Starcoin konzentriert, weil ich keine Ahnung habe, wie wir die kriegen sollen. Okay, was haben wir denn Schickes im Inventar? Ich hatte Mini-Pilz gekriegt vorhin, weil ich bei den Wolken da oben den richtigen Weg genommen habe. Das ist wohl, wie es aussieht, die einzige Möglichkeit, hier einen Mini-Pilz zu bekommen. Damit könnte man die ersten Welten nochmal abchecken, aber ich weiß nicht, was da noch versteckt sein sollte. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, wenn es was Wichtiges ist... Oh, ausgerüstet mit der Starcoin. Aber wir haben den P-Switch nicht aktiviert! Jetzt haben wir ihn aktiviert! Zweite Stark... Oh, 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 oh. Jetzt weiß ich zumindest, wo die zweite Starcoin ist. Nein, ich will keine Steuerung umwenden! Willst du mich verarschen? Was habe ich denn jetzt geändert? Nein, nein! Hä? What the fuck? Da. Springen? Nein. Ja. Okay. Ja, tot bin ich jetzt eh. Wow! Das war jetzt kompliziert. Ja. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Wenn ich hier jetzt länger als 20 Minuten für brauche, dann wird die finale Welt doch erst im nächsten Part kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier lange für brauche. Wert. Vor allem, wenn man zu blöd ist. Ich wollte mich jetzt komplett auf die Pflanze konzentrieren und die Münzen da vorne komplett aus den Augen behalten. Und ja, da habe ich vergessen, dass der da abtaucht. Übrigens, ein Secret Exit muss ich... Ein Secret Exit muss ich tatsächlich nachgucken. Den habe ich dann alleine nicht gefunden. Fuck, das war's mit der Starcoin. Ich bin gar nicht mehr. Okay, dann die zweite. Okay, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, wir haben es dabei doch gekriegt. Hilfe. 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 Ich habe keine Ahnung, wie die dritte Starcoin sein könnte. Oh, da oben. Okay. Jetzt sind wir ins Ziel. Oh. Ja. Geil. Okay. Ging dann mal. Das war jetzt pures Lack. Ohne Pilz oder irgendwas, einfach dadurch und alle drei Starcoins gekriegt und im Ziel und glücklich. Gut, dann werden wir die letzte Welt jetzt doch noch sehen. Alter Vater. Ey, alle Sternbilzen aus den Candice-Minen geborgen.
Theoretisch ist dieser Secret Exit hier jetzt auch unnötig geworden. Denn man kann genauso gut hier rum zur Starcoin von da oben kommen. Also man kann auch ohne jeden Secret Exit, also ohne einen von diesen beiden Secret Exits zumindest, kann man am Ende alle Starcoins bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall... Begeben wir uns erneut auf den Weg nach da oben. Ach ja, was habe ich... Weiß ich gar nicht, ob ich das eben noch mal gesagt habe. Ich war jetzt sehr ein bisschen beschäftigt mit dem Level da eben gerade. Wenn jemand von euch weiß, was es da am Anfang gibt, wo man... Also die zwei Level, die ich gesehen habe, wo man nur mit einem Mini-Luigi weiterkommt, dann sagt mir es bitte Bescheid. Wenn das was Wichtiges sein sollte, dann holt das natürlich noch nach, weil ich weiß jetzt ja, wo es den Mini-Pilz gibt. Ansonsten, naja... Werde ich das irgendwie anders nachholen. Und jetzt gehen wir rein. Wow, Peach Schloss Welt 8. Luigi! Luigi! Sie hat Luigi gerufen! Sie hat Luigi gerufen! Nicht Mario! Oh mein Gott! Okay, Magma-Schloss graben. Am letzten Mal fielen hier ja diese komischen Dinger runter. Das tun sie immer noch. Na, wunderbar. Das ist der Starcoin, what the fuck? Ich denke mal, Koopa-Panzer, oder? Okay, ich sollte den Koopa-Panzer nicht in den großen Flammending jetzt werfen. Ja, gut, nochmal. Das könnte schwierig werden. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Oh, das war daneben. Fuck, das war daneben geworfen. Warum hat das... Alter, das willst du mich verarschen? Erstens, warum fährt die Ebene hier in der Mitte in einem anderen Rhythmus hoch und runter als alle anderen? Das verwirrt mich total. Normalerweise ist immer alles im Level gleichzeitig hoch und runter gefahren, hier nicht. Und zweitens, warum hat der, ist der nicht weiter durch die Lava gerollt, der Panzer? Scheiße. Panzer? Yes! Das darf man noch machen, weil ich bin vorsichtig, aber noch ein Panzer wird. Runden Witzen lasse ich mal. Oh oh. Nächstes Starcoin. Ich habe gesehen, dass es da unten komplett abtaucht. So, müsste ich mich ja das zu behelfen jetzt so. Oh, da oben ist doch bestimmt was, oder? Oh, ich guck erstmal rechts. Ja, da war was. Huh! Was könnte. Moment. Alter! Luigi! Luigi! Und Secret Exit! Junge! Das war doch der Secret Exit in dieser Welt, oder nicht? In anderen gab's sie doch nicht. Hammer! Ich hatte ja ernsthaft gedacht, dass ich das offscreen nachholen muss und so weiter und so fort, weil ich den Secret Exit beim First Try und beim zweiten und dritten Versuch eh nicht finde, aber... Geil, okay, jetzt müssen wir noch den normalen Exit finden. Und natürlich die dritte Starcoin. Was ist denn da oben rechts gar nichts? Ich habe Glück, dass ich gleich den rechten, oben links meine ich natürlich. Glück, dass ich gleich den rechten Weg genommen habe. Wo dann auch gleich mal der Secret Exit war. Wusste ich natürlich, war ganz offensichtlich. Von hier aus komme ich da nicht rein. Nö, nee, da ist tatsächlich nichts, okay. Ja, auch nicht. Mach ich mal weiter. Starcoin könnte da oben sein. Jo, tatsächlich. Jo. Ja, das ging dann doch. Die erste Starcoin war ein bisschen assi. Ja, assi war sie nicht, aber war ein bisschen schwer. Die zweite und dritte war eigentlich recht easy. Gut, die dritte erscheint erst, wenn man erstmal oben drauf ist. Das heißt, die ist dann... Wenn man sich nur umschaut und noch nicht da oben drauf springt, ist die schwer zu finden. Aber wenn man da schon oben drauf war, dann ist er einfach. Und der Secret Exit war jetzt auch nicht so super versteckt, sage ich mal. Es war ziemlich offensichtlich, dass da oben was drauf ist. Das verfolgt mich doch, oder?
Ich kann sozusagen ein imaginäres Side-Scrolling-Level. Nein! Ich hab... sowas gab's nicht. Bislang in dieser Welt. Scheiße. Okay, da unten liegt das Wasser. Jawohl, das ist die Star-Coin. Jetzt auch wieder sind die Star-Coin, die nur... die später kommen, sag ich mal. Oh mein Gott, da oben! Scheiße. Das ist die Star-Coin. Das ist verarscht. Scheiße, das ist ein Problem. Ah, ich hab versucht, da irgendwie runterzukommen. Scheiße. Mario? Hier ist doch gar kein Mario. Ah. So, warte. Jetzt nochmal die Starfall wieder, danke. Panzer, Cooper Panzer. Cooper Panzer, schnell. In den Tod springen, bitte. Fuck. Fuck. Star-Coin. Fuck you. Fuck you, Feuerbruder. Nein! Das war so klar, dass der mich erwischt. Scheißendreck. Okay, die zweite Star-Coin ist richtig hammerhart. Die erste und dritte gehen. Und mein Gott. Jetzt habe ich Leute mit rechts und links. Gott! Ah! Bye bye. Ich hasse diese Floß-Dinger. Auch wenn das Floß in diesem Moment gar nicht das Schwierige ist. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass wenn die das Floß jetzt hier schon verbraten, dass sie das dann nicht mehr in die Superstar Boulevard Road Dings da einpacken. Weil da die Level ja bekanntlich bis auf das letzte super hammerhart waren. Und auf so ein Level hoffe ich jetzt mal nicht. Nein! Ach, fuck you! Hilfe! Hilfe? Hilfe? Nein! Jetzt wollte ich ihn gerade werfen! Ach, leck mich doch! Weißt du, warum die dritte Star-Coin zum Stil zu kriegen? Ah, jetzt ab ins Ziel. Ja, die zweite Star-Coin, ne? Das wird noch ein schönes kleines Problemchen werden. Soll ich jetzt wegen einer einzigen... Ich probiere mal die anderen Level aus. Wenn mir da auch noch Star-Coins fehlen hinterher, dann schneide ich die nach dem Final-Fight noch mit dran. So wie ich am Anfang halt die Teile rangeschnitten habe. So. Schneiden. Aber wenn das die einzige Star-Coin ist, die mir fehlt, dann probiere ich das gleich noch ein paar Mal. No. Ja. Gut. Oh. Aufstieg im Feuerbrunnen. Hier ist ein Pilz. Oh, da ist es drin. Aber nichts für sich. Aber da ist auf der anderen Seite auch was. Richtig? Nicht? Leck mich. Okay, erstes Star-Coin. Das Level kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich weiß nicht woher. Oh. Eisblume. Jedenfalls zweites Star-Coin. Ist hier noch was? Nein. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott!
Mama. Scheiße. Bye bye. Let's go. Okay, nochmal neu. Schade. Echt? Mal von vorne. Alles easy. Och, scheiße. Jetzt haben die Feuerdinger dann noch reingemacht. Ich könnte kotzen. Ja, gut, dass wir uns ein paar One-Ups angesammelt haben. Die werden wir hier alle verlieren in dieser Welt. Alle. Alle werden wir sie hier verlieren. Ich kann schon gar nicht an das Finale mehr denken. Kommt mir jetzt schon das Schwitzen. Oh Gott, ist der voll. Oh Gott, Blitzen. Ja, hopp, hopp, hopp. Ja. Weiter. Boah, dritte Starcoin, okay. Hier haben wir alle. Die wird auch das Ziel sein, oder? Jo. Made it. So, damit hätten wir die doch auch. Tja. Jo. Dann geht es wieder runter. Und das hier, dieses Level hier, wenn wir in diesem und im nächsten Level alle Starcoins kriegen, werde ich tatsächlich... Oh, Starcoin. Nummer 1. Toll. Okay. Dann werde ich tatsächlich nochmal die andere Starcoin da versuchen. Ich weiß ja, wo sie ist. Ich muss ja nicht suchen und sowas, weiß ich. Es dauert halt einfach nur ewig, bis ich das einmal geschissen bekomme, da die Koopa richtig zu werfen. Hits, danke. Okay, da ist nichts drin. Hier ist auch nichts, okay. Das ist überraschend. Aber ich habe die zweite Starcoin schon mal gesehen. Das heißt, mit den nächsten 86 Leben müssen wir versuchen, da irgendwie durchzukommen. Sehr schön. Hits. Fuck, hab ich erwischt! Okay, jetzt muss da unten doch irgendwie durchgehen. Ja? Hahaha! Da oben ist auch Luigi. Mittlerweile kenne ich den Trick, Freunde. Den habt ihr hier oft genug angewandt. Die brauche ich dafür, um die Fische zu benutzen. Das war dann Starcoin Nummer 2, Nummer 3. Fuck you. Okay, immerhin angekommen. Und alle drei Starcoins entdeckt. Oder gesammelt. Oder was weiß ich gemacht. Hm. Tja. Wunderbärchen. Es kommt schon das erste Castle. Stromschlag oder Magmabad. Können wir uns aussuchen, was wir von beiden machen wollen. Och nö. Nicht nochmal sowas. Och, das ist doch behindert. Ja, kann ich mal in den Stromschlag rein? Ich habe mich für den Stromschlag entschieden, Leute. Oh oh. Das ist mit Magmabad gemeint. Wow. Hilfe! Soll ich das denn da unten kriegen? Warte. Mit deiner Hilfe. Oh, oder auch nicht. Doch, mit deiner Hilfe. Ich habe es noch nicht begriffen, dass es mit deiner Hilfe war. One up! Ist aber nicht vorbei, oder? Nein.
nehmen. Ich werde zu Fuß laufen. Zu Fuß laufen werde ich jetzt. Oh, nein! Verschwinde! Scheiße! Scheiße! Nein! Oh, was ist das? Das ist doch voll übertrieben! 50.000 Bob-Ombs kommen von oben, Stromschläge, Magma von oben, Starcoin da oben drauf. Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Okay, der erste Teil hier war ja noch easy, aber der zweite Teil... Das ist eine Herausforderung. Was soll ich so sagen? Okay, jetzt habe ich mich aber nicht treffen lassen. Hab gedacht, das ist vielleicht mal besser. So. Warum ist das die Hilfe von dir, Bobby? Sehr schön. Und das übernommen wird mit. Okay. So. Es geht vor, sehr schön. Ich nehme die Röhre. Beschleunige das Ganze ein bisschen. Und wirklich beschleunigt tut es nicht. Okay, geht's los. Was soll das denn? Oh, ich hab's gekriegt. What the fuck? Ich glaube, das sollte man eigentlich auf das Bob umspringen und dann da hoch. Aber ich habe es irgendwie anders hingekriegt. Und das ist mir jetzt auch egal, wie ich es hingekriegt habe. Das probiere ich jetzt. Nein, nicht geschafft. Egal. Gut, dass ich jetzt nicht winzig wäre. Dann wäre ich jetzt nämlich nochmal gestorben. Hätte mich richtig aufgeregt. Okay, ich habe hier tatsächlich alle Starcoins. Was bedeutet, ich werde das mit dem Cooper-Panzer nochmal probieren müssen. Denn wir sind jetzt schon oben beim finalen Level. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da alle Starcoins kriege, aber ich werde es natürlich probieren. Und speichern werde ich auch. Die letzte Schlacht, der Name ist beibehalten worden. Wie ist das? Heiß genug. Kreuzwort auf dem Magma-Meer. Wir werden diese scheiß Starcoin irgendwie noch bekommen. Wenn es das jetzt 30.000 Versuche kosten wird. Oh Gott, bin ich dumm! Bin ich dumm! Dann hätte ich jetzt eigentlich schon wieder den Tod verdient. Nee, mach ich jetzt nicht. Ich hab kurz überlegt, ob ich mir jetzt tatsächlich den Tod gebe. Ja, habe ich dann doch gemacht? Ah. Oh. Also das ist mit Abstand das behindertste Level der Welt hier. Also dieser Welt, nicht der Welt, sondern dieser Welt. Aber da muss ja noch was sein. Ich dachte, das wird wieder so ein Pyramiden-ähnliches etwas. Da hätte mir noch was gefehlt. Aber das war es dann anscheinend nicht. Okay. Nicht gekriegt. Fuck. Das war bis zum Ende. Komm, 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 komm. Yes! Okay, jetzt wird es zum Ziel kommen. Okay. Okay, nicht sterben. Nicht mehr sterben. Nein! Och, scheiße! Ah! Weißt du, da kriegst du es einmal hin. Einmal hast du es geschafft, diesen scheiß Cooper da zu machen. Und dann hast du noch ein Power-Up. Du bist noch groß. Und trotzdem verkackst du es dann wegen so einem scheiß Feuerviech da oben. Ist doch zum Kotzen. Meine Fresse. Ah, tut mir leid, dass ich da etwas sehr laut wurde, aber sowas kotzt mich an. Wenn ich die eigentlich schwere Stelle schon geschafft habe und dann an einer Stelle sterbe, an der ich eigentlich schon... Ja, die ich eigentlich schon geschafft habe. Die Stelle hatte ich ja schon mal geschafft. Das heißt, die sollte jetzt hier eigentlich das Problem für mich darstellen. Ja gut, dass die Gruppe einfach mal alle ins... in ihren Tod stürzen. Oh,
mich verarschen? Ja. Pilz! Alter Vater. Alter Vater. Alter Vater. Okay. So, wir ins Ziel. Jawohl. War gar nicht so schwer. Alter. Ich weiß gar nicht, wenn ich mich jetzt schon über so eine Starcoin aufrede, wie die Superstar-Boulevard-Welt da werden soll. Okay, gib mir noch mal ein Item. Hey, ein One-Up. Cool. Ah, jetzt war das halbe Haus zusammengeschrien. Gut, dass keiner zu Hause ist. So. Und ab nach oben. Ich nehme die Super Luigi U, da habe ich am Ende auch mit dem Super Mario Bros. U gemacht. Extra schon nur dann auf, wenn niemand mehr zu Hause ist, weil ich mich selbst kenne. Die letzte Schlacht. Könnten uns natürlich nie richtig natzen, wenn sie jetzt oben rechts auf dem Turm noch ein Level machen. Was bei mir Super Mario Bros. U nicht war. Oh. Ich dachte, das taucht dann auch demnächst wieder auf. Vorsicht. Das Luigi Easter Egg ist auf dem Stein. Auf welchem Stein? Auf welchem Stein? Hä? Die letzte Schlacht. Okay. War gar nicht so schlecht. Scheiße! Scheiße! Jetzt konnte ich nicht mehr springen wegen dem Vollidioten. Ah, fuck. Bye bye. Ja, du musst auch. Ah, da ist das mit dem ersten. Mit der ersten Starcoin lief so gut. Und dann so eine Scheiße. Die erste Starcoin ist nicht so schwer, wenn man so macht wie ich, aber dazu muss man nicht Münzen kriegen, weil man Münzen hat man kein Power-Up und kann nicht an die Starcoin ranstampfen. Und Power! Hilfe! Sehr schön. Ja, schaut mal hier. Weiter reisen. What the fuck? Das, nein, das geht ja in die Lava. Ich bin so blöd, dass ich das vergesse. Ich denke mir, ja, hier bin ich ja safe. Dann warte ich hier, bis dann rechts die Plattform wieder hochkommt. Fuck. Fuck. Fuck, man muss da von rechts drauf. Ich bin aber auch hohl, dass ich das selber nicht begreife. Wenn das hier hochfährt, fährt das andere nach rechts. Wenn das hier runterfährt, fährt das andere nach links. Da komme ich ja von links gar nicht drauf. Mau, 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 mau. Lauf! Oh Gott, jetzt bin ich zu blöd zum Springen gewesen. Oh, wie gesagt, wir haben ja 85 One-Ups. Bye bye. Die werden jetzt hier alle verschwinden. Okay. Fuck, das war gar nicht gut.
auch nicht gut. Na, ich bin so behindert, dass ich es nicht checke, dass das Ding runterfährt in die Lava. Das ist das zweite Mal, dass ich da reingesprungen bin, weil ich dachte, ja, da bist du ja safe. Ich muss mit dem Ding einfach wieder zurück nach rechts fahren. Gott, da schaffe ich das schon mal. Die erste und die zweite Startbahn hat sich dann verkackt. So. Ganz ehrlich, wenn man das so macht, wie ich es gerade gemacht habe, ist das gar nicht so schwer. Sehr schön. Ja, durch. Oh oh. Oh oh. Nein, dann fällt er schneller runter, wenn er da drauf gestampft ist. Da war die Tür. Das war bestimmt die Tür zum Bowser-Schloss, weil ich hatte ja alle drei Starcoins. Die sind gar nicht so schwer versteckt. Vor allem hatte ich alle drei Starcoins. Ich hatte alle drei Starcoins? War das nicht so... Oder vertue ich mich da jetzt, dass ich da die Starcoin bei Bowser versteckt war? Das war bei New Super Mario Bros. 2, Bros. 2. Aber bei... Ne, bei New Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2 war das so. Bei U-Teil war das, glaube ich, nicht so. Geil, jetzt kann ich warten, bis das Ding wiederkommt. Das ist wieder da. Das ist nicht aus dem Tempel. Hilfe! Da steckt dich irgendwie in der Klemme. Ja. Okay, scheiß auf die One-Ups. Okay, warte, bis die Plattform wiederkommt. Okay. Fuck, 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 das ist behindert und scheiße. Meine Fresse. Ah, jetzt habe ich weder die Starcoin gehabt noch. Ich weiß auch nicht, wie ich von da aus wieder zurück soll. Soll ich dann wieder nach links springen, weil das safer ist oder was? Ich habe keinen Plan, was ich machen soll, wenn ich die Starcoin da unten gekriegt habe. Oh. Also ganz ehrlich, das Level ist an sich gar nicht so schwer, zumindest bis hierhin. Ich weiß ja nicht, ob die den Endfight irgendwie umgeändert haben. Es ist nur behindert kacke, wenn man da alle Starcoins haben will. Zweite geht, die erste ist auch eigentlich ganz easy. Na geht, ne? Wenn man so macht, ist es auf jeden Fall recht gut machbar. Und die dritte ist ein bisschen behindert. Weil man sich auf so viel konzentrieren muss, ist es auch gar nicht mehr so einfach. So, jetzt kommt der Verschwerden runter. Fuck, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Weil ich mich nur um dich konzentriert habe da oben. Man muss sich wirklich auf vieles gleichzeitig konzentrieren, im ganzen Spiel schon. Im ganzen Spiel war das schon so. Okay, das war jetzt eine Menge One-Ups. Fuck, jetzt war ich falsch. Theoretisch in eins durchrushen. Dann klappt es. Nein! Weiter. Ist jetzt hier auch ein Save Point wie bei New Super Mario Bros. Nein. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit des Boss-Fight. Dass man im Gegensatz zu. Ah, im Gegensatz zu New Super Mario Bros. Hier keine Halbzeit hat, weil es hier keine Halbzeit gibt. Aber wir haben alle Starcoins. Und wir haben 282 Sekunden für den Endfight. Muss doch klappen, oder? Alter, musst du das motivieren. So.
Das ist ja der einzige Teil. Das tut er. Damit haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Im Hintergrund ist aber ein Bowser und kein Luigi. Also das ist nicht das Luigi-Ding ins Bummel. Wahrscheinlich war das irgendwo im Hintergrund. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Das Luigi-Easter Egg. Ist aber auch nicht so schlimm, denke ich mal. Wahrscheinlich war es irgendwo im Hintergrund. Ihr könnt es euch ja angucken. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen. Es scheint bislang der Endfight nicht verändert zu sein. Ich hoffe ja, ich krieg das jetzt beim ersten Mal geschissen, weil ich habe keinen Bock, die ganze Starcoins da jetzt gleich nochmal zu holen. Wird auch mit der Zeit hinkommen. Ich weiß nicht, wie lange die ganzen Zusammenschnitte da vorher dauern. Aber unter einer Stunde scheinbar zu bleiben und ich wollte ja nicht unbedingt über eine Stunde lang Part machen. Oder hätten wir Speech? So, Bowser. Ist es derselbe Fight wie vorher? Luigi! Tschüss! Aber wahrscheinlich ist das nicht verändert. Wie alle anderen Fights zuvor scheint auch dieser Bossfight hier nicht verändert worden zu sein. Also hier runterkommen, aufspringen und ich das Ding hier schnappen. Auf dem hier runter. Geil. Oh, das Luigi schlittert ist natürlich nicht von Vorteil. Bowser. Okay, erstes mit drei Leben sind abgezogen worden, wir haben noch kein Leben verloren. Also wir haben noch keinen Treffer kassiert. Schon mal sehr schön. Jetzt muss der Baby-Bowser gleich wiederkommen. Das ist auch schön. Oh. Ja. Sehr geil. Jawoll! Zweiter Hit! Fuck. Dann fang ich gleich nochmal. Dann war das der finale Schlag! Bowser, schön mit dir gespielt zu haben. Game over. Du kannst auch abhauen gehen, Bowser. Und damit ist Luigi diesmal der Hate des Tages. Thank you. Und auch sie bekommt einen Kuss. Oh. Auf die Mütze. Auch er bekommt einen Kuss von ihr auf die Mütze. Riesige Strudel löst sich auf, das Peach-Schloss ist wieder in Frieden. Bowser und seine Schergen wurden geschlagen. Luigi hat es auch ohne seinen Bruder geschafft, das Pilzkönigreich von Bowser und seinen Schergen zu befreien. Ja, Story-Zwischensequenzen und Bossfights sind also komplett übernommen worden, aber wie gesagt, es ist ja auch nur ein DLC, da darf man jetzt kein komplett neues Spiel erwarten und das war es an sich ja auch nicht. Es ist ja auch noch nicht vorbei, es kommen ja noch die Superstar Boulevard Level, denke ich zumindest, ist ja noch nichts bewiesen, wir wissen ja noch nichts, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Aber bislang gefiel es mir sehr, sehr gut.
mit diesem kleinen Luigi ist überall versteckt. Auch ganz schick. Überall in jedem Level, so also in jeder Welt, sind ein paar neue Stilelemente eingebaut. Die Blumen in der ersten Welt, die Fossilien in der zweiten. Und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, was da noch alles verändert wurde. Und da oben sitzt auch Mopsy auf dem Turm. Und jetzt versteckt er sich wieder. Der darf mitfeiern, denn er ist ja die vierte Figur. Da ist er sogar. Anstelle von Mario. Jetzt können wir Mützen sammeln. Ja, und dann laufen die Credits durch. Aber es wird ja vermutlich nochmal. Oh, dort müssen wir nach oben, danke. Wird ja höchstwahrscheinlich nochmal ein. Mindestens einen Part geben. Wahrscheinlich sogar zwei Parts. Wenn die Level so super schwer werden wie in New Super Mario Bros. U. Im Superstar Boulevard nämlich. Den werden wir jetzt wohl gleich freigeschaltet bekommen, wenn wir hier mit den Credits durch sind. Aber hier sind schon mal die Credits und das heißt, bei den Credits werde ich natürlich auch mein Fazit bislang zu dem Spiel abgeben. Und es hat ziemlich genau das gegeben, was ich mir erhofft habe von dem Spiel. Und zwar, was mir persönlich immer lieber sind kurze, knackige Level. Also bei. Indem man auch mal durchrushen kann, indem man einfach mal die Sprinttaste gedrückt halten kann, von Anfang bis Ende durchsprintet. Die gibt es natürlich in Super Mario Bros. U auch, aber begrenzt. Und bei den 2D-Mario-Spielen ist das immer so das, was ich liebe. Wenn man einfach mal die Sprinttaste gedrückt halten kann und einfach mal von Anfang bis Ende dieses Level durchrushen. Bei Super Mario Bros. U hatte man halt teilweise wirklich echt lange Level mit echt schweren Sprungpassagen, wo man dann erstmal abbremsen musste, gucken, was muss ich jetzt springen, jetzt wann muss ich jetzt timen, was weiß ich, in sowas hat man bei diesen 100 Sekunden bei New Super Mario gar keine Zeit, wenn du gleichzeitig noch erkunden musst. Das hat die Level natürlich einerseits schwerer gemacht, was man daran gesehen hat, dass so viele Leute sich immer beschwert haben. Ich fand es gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ich fand es sogar streckenweise leichter als New Super Mario Bros. U. Aber wahrscheinlich, weil mir dieses Rushen auch eher liegt. Und ja, am Ende muss man auf jeden Fall sagen, ist das natürlich dadurch, dass man nur 100 Sekunden hat, sind die Level natürlich so aufgebaut, dass man die von Anfang bis Ende durchrushen kann. Oder sogar sollte, sonst schafft man es gar nicht, alle Star Coins zu bekommen und am Ende gleichzeitig noch, ja, was soll ich denn sagen, ja, gleich am Ende gleichzeitig noch in der Zeit das Ziel erreicht. Und ja, deswegen gefällt mir das Add-on sogar noch besser, also die Level hier sogar noch besser als die von New Super Mario Bros. U. Hier waren auch mehr Innovationen drin. In New Super Mario Bros. U gab es ja gar nicht so viele neue Spielelemente. Das ist hier anders. Hier wurde mehr eingebaut. Klar, es wurde nicht super viel verändert, aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Add-on, da kann man jetzt nicht. Oder ein DLC. Da kann man jetzt nicht so super viel von erwarten. Also so super viel Neues von erwarten, sag ich mal. Und es hat mehr erfüllt, als ich gedacht habe. Und deswegen muss ich sagen, dass das eines der besten DLCs war, was ich in letzter Zeit irgendwo gesehen, gespielt oder erworben habe, auf jeden Fall. Und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass wir das hier ebenfalls noch kurz played haben. Und ging ja auch recht schnell. Wie gesagt, wir waren natürlich maximal 100 Sekunden lang, wenn man es beim ersten Versuch schafft. Und gut, die Endfights hätte man verändern können. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich sage. Wenn man schon die ganzen Level von Anfang bis Ende umstrukturiert hätte, hätte man auch die Bossfights verändern können. Aber nur so eine kleine Nebensache. Man wusste natürlich auch schon von vornherein, in welchen Leveln die Secret Exits versteckt sind, wenn man die Super Mario Bros. U zu 100% durch hatte. Was natürlich auch nicht so ganz im Sinne von den Secret Exits sind, weil man weiß ja, der Kniff an der Sache ist ja meistens, dass man nicht genau weiß, gibt es jetzt in diesem Level ein Secret Exit oder nicht. Und deswegen sucht man ja auch nicht in jedem Level von vornherein nach einem Secret Exit. Und wenn man natürlich schon weiß, da gibt es auf jeden Fall zu 100% ein Secret Exit, dann, naja, ist es jetzt nicht so schwer, dann den auch irgendwann zu entdecken. Und Ende steht hier. Wir freuen uns. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deine Speicherdaten wurden ein Sternchen hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer Geheiminsel. Spring einfach in eine Röhre und probier's aus. Und da kommt sie tatsächlich, die Superstar Boulevard. Das Superstar Boulevard.
Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach, übrigens, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Und ja, das haben wir. Alle Sternmünzen in Peach Schloss gesammelt. Und damit schalten wir das letzte Level hier frei. Wir haben alle. Du hast alle Level inklusive denen in Peach Schloss geschafft. Dir wurde der zweite Stern verliehen. Du hast alle Sternmünzen inklusive denen aus Peach Schloss geholt. Dir wurde der dritte Stern verliehen. Spielstand mit Informationen über den Abschluss des Spiels aktualisieren, aber sowas von. Und ich glaube, den vierten Stern gibt es schon dafür, wenn man den Mopsi in jedem Level fängt. Und das haben wir ja auch bereits. Die nehme ich mit. Danke. Wir haben auch noch keine von diesen Eichen da eingesetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gleich mal passieren wird in den Superstar-Dingens. Wir gucken erst nochmal in die geheime Insel. Und im nächsten Part gucken wir uns den Superstar Boulevard an. Gesammelte Münzen, bla bla, Sternmünzen, plattgemachte Goombas, gesammelte 3 Abmonde gibt's hier nicht, gibt's nur mit dem Boost-Modus, also in Verbindung mit dem Zweispieler-Modus und dem Wii U Gamepad. Mit Yoshi erreichte Ziele nur 1, mit Baby Yoshi erreichte Ziele 5, Anziehfahnen gesammelte 1-Up 70, erreichte Zielfelder sind 128, ausgelöste Feuerwerke 44, erhalten Applause 311, geschnappte Mopsi sind 7 von 7, also in 7 Welten natürlich. Und ja, dann gehen wir einfach nochmal raus und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet dann auch im nächsten Part wieder ein, der dann vielleicht der letzte Part ist, ich weiß es nicht, ich gucke mir mal an, wie lange die erste Hälfte vom Superstar Boulevard dauert, ansonsten würde ich wahrscheinlich eher so cutten, dass wir im nächsten Part die erste Hälfte des Superstar Boulevard machen und im letzten Part dann die letzte Hälfte. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet euch auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns dann den Superstar Boulevard widmen, bis dann und auf Wiedersehen.